hallo mit Flo. Willkommen hier bei einer neuen Ausgabe zu Gamers Talk. Heute mit einem sehr zweischneidigen Thema, und zwar die deutsche Synchronisation in Videospielen. Tja, da werden es einige wieder sagen, stupid language, ich mache immer nur Japanisch oder Englisch. Aber warum? Nur damit die Lippen synchron zu dem Ton sind, der da rauskommt? Ihr müsst aber auch froh sein, dass wir überhaupt sowas haben. Die armen Schweden oder Norweger, die haben wahrscheinlich fast gar kein Spiel in ihrer Muttersprache. Die haben halt wirklich, die müssen wirklich alles auf Englisch machen. Und wir haben eigentlich den Luxus, das alles auf Deutsch zu haben. Zumal ist es nicht viel wichtiger, was gesagt wird, als der Zeitpunkt, wann es kommt, wenn eben die Lippen leicht asynchron sind. Ich meine, vieles kann man nicht so übersetzen, wie es eben in der englischen Muttersprache ist, zugegeben. Aber dennoch versuchen die doch das Beste zu machen. Und wenn es dann eben wirklich mit der Lippenbewegung stimmt, dann ist es doch quasi das Sahnehäubchen. Wir sollten uns drüber freuen. Viele Spiele tendieren ja dazu, dass sie die Geschichte während des laufenden Spielflusses weitererzählen. Sprich, wenn man rennt, schießt oder fährt, wird die Geschichte weiter und weiter erzählt. Und da wäre es doch enorm vom Vorteil, wenn man einfach einen deutschen Text mit deutschen Sprechern hat. Wenn das alles auf Englisch wäre, ihr müsstet euch konzentrieren, dass ihr das Spiel vernünftig hinkriegt, ihr müsstet das im Kopf übersetzen, und wenn nach unten der deutsche Untertitel ist, dann guckt ihr halt eher auch zum unteren Bereich des Bildschirms und seht nicht mehr, was oben abgeht. Oder habt ihr euch schon mal gefragt, warum ihr, wenn ihr bei GTA ein Telefongespräch habt, nebenbei Autofahrt, unglaublich viele Unfälle baut? Natürlich gibt es zahlreiche Gegenbeispiele wie Oblivion oder Resident Evil 6, wo man sich denkt, hier hat vermutlich der Google-Übersetzer 80-90% des Textes gemacht. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch noch sagen, ja, aber die englische Sprache ist doch viel cooler als die deutsche. Das mag vielleicht daran liegen, dass die englische Sprache etwas weicher ist wie die deutsche. Oder es ist einfach Geschmackssache, könnt ihr euch aussuchen. Dennoch möchte ich euch ans Herz legen, spielt das Spiel auf Deutsch, spielt mit einer guten deutschen Synchro, spielt mit einem guten deutschen Text. Denn wenn wir mal ehrlich sind, es gibt doch eher mehr Spiele mit einer guten deutschen Synchro als Spiele mit einer miserablen deutschen Synchro bzw. Übersetzung. Insofern, falls ihr dennoch eine andere Meinung habt als ich, was natürlich normal ist, dann schreibt sie unten in die Kommentare, würde mich freuen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss mit Flo!